Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hindran und wir fahren fort mit Let's Play Legend of Spyro. Eternal Night. Wir müssen uns schon wieder gegen so einen wunderbaren Gefährt-Dude. Das war Klosen. Okay. Zwei. Dieses Mal habe ich tatsächlich eine Idee. Ich lasse ihn auf der Livebar. Dann bleibt er relativ nicht nervig. Und dann beim nächsten Mal, wenn er wieder reinprescht, versuchen wir, ihn komplett zu zernichten. So, komm. So. Komm, bitte, 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 bitte. Bitte, lass es funktionieren. Oh, es hat funktioniert. Ah, Köpfchen benutzen. So macht man das. Und so kann man diesen Kampf in ein paar Sekunden gewinnen. Ja. Du hast keine Lebenspunkte mehr. Komm, gib auf. Die sind sowas von cool. Vielleicht kriegen wir ja jetzt ein besseres Zimmer. Wenigstens was beim Zimmerservice bestellen? Sparks, wir müssen hier weg. Etwas Schreckliches wird passieren. Ich weiß. Wenn ich nicht bald was zu essen krieg, raste ich aus. Ich hab's! Warum spuckst du nicht ein bisschen funkende Magie und jagst das Tor in die Luft? Spyro, du bist in Gefahr. Ich habe eine Nachricht von einem anderen Gefangenen für dich. Nimm! Juhu! Fanpost! Lieber Freund, im Schiff geht ein Gerücht um. Es hat sich schnell verbreitet, dass du hier gefangen bist. Viele der Gefangenen sind besorgt. Es heißt, der Affenkönig hätte eine Belohnung auf dich ausgesetzt. Und auf alle anderen Drachen. Das sind dunkle Zeiten, aber wisse, du hast Verbündete. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns treffen. Jäger von Avalar. Sehr schön formuliert. Besonders der Teil über die dunklen Zeiten und die Gefahr. Jetzt ist Showtime. Liebe Gäste der Arena, wir haben großartige Nachrichten, was einen unserer Kämpfe angeht. Sollen wir ihn holen? Es geht das Gerücht, dass dieser kleine lila Drache etwas ganz Besonderes sein soll. Was sagst du dazu, Drache? Was ist an dir so großartig? Das einzig Großartige, was du uns zeigen wirst, sind großartige Schmerzen. Bringt den Henker her. Ein Typ, der Henker heißt. Okay, mal schauen. Schockwellen. Aua. Okay, er kann wieder 3 Lebensleisten. Er ist relativ langsam. Das ist ja schon mal gut. Autsch. Was macht der? Hat angehalten. Ah, nicht dieses Mal, Kumpel. Nicht dieses Mal. Okay, okay. Verdammt. Ah, bin ich übermütig geworden. Müssen wir jetzt das doch mal anhören? Liebe Gäste, oh mein Gott. Wir haben großartige Nachrichten. Oh, das war im anderen Spiel besser. Da mussten wir uns die Cutscenes nicht auch noch einmal ansehen. Oh mein Gott. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die Katze nochmal abgespielt werden würde. Aber der Fakt, dass man sie halt nicht abbrechen kann, ist, was mir irgendwie jeden letzten Nerv raubt. Das ist einfach den Untoten. Na komm. Boah, macht das Schaden? Und mit dem Boah, macht das Schaden? Meine ich, Boah, macht das gar keinen Schaden?
Aua. Okay, der trifft uns auch so. Aua. Komm, du Fiesling, wir machen dich fertig. Ich brauche nur ein bisschen Drachenzeit. Ach, ich bin doch hochgesprungen. Ich weiß nicht, das ist... Die Hitbox ist halt irgendwie sehr dämlich. Was ganz Besonderes sein soll. Was ich dazu sage, ist, dass ich gleich ein Safe State mache. Soll das 8 sein? So, Safe State abgespeichert. Let's go. Moment, kann ich den nicht einfach... Gut, ich habe sein Schild... Aua, sein Schild zerstört. Machen wir das halt langsam und sicher. Ah, er bleibt stecken. Nicht mehr so groß und strong. Komm. Ah, wir dürfen jetzt wieder nicht treffen lassen. Okay. Liebe Gäste. So machen wir das, Leute. So machen wir das und nicht anders. Darf ich weg? Darf ich weg? Darf ich weg? Ich durfte nicht weg. Der Typ ist halt irgendwie... Der nervt. Aua. Vielleicht, wenn wir uns hinten irgendwie anstellen? Okay. Wir können einen Hit noch ab. Oh mein Gott. Das war jetzt auch nicht so schwer. Ja, komm. Schön, schön. Mir scheint, wir haben es hier doch mit Größe zu tun. Dieser kleine Drache hat alle besiegt, die wir ihm präsentiert haben. Aber grämt euch nicht, Freunde des Sports. Heute Abend gibt es einen ganz besonderen Bonuskampf. Cool, ein Bonuskampf. Spyro der Drache gegen die frühere Königin der Qualen, Cinder. Böse. Guck mal, mein Auge zuckt wieder. Wie in alten Zeiten, was, Spyro? Cinder, ich kämpfe nicht gegen dich. Entspann dich. Ich biete nur der Meute eine gute Show, während wir überlegen, was wir tun können. Wie, du vertraust ihr. Sie will mich fressen. Was ist hier los? Ich will raus! Ich will rein! Ich will rein! Bleib weg von mir! Hilfe! Cinder! Spyro, hier lang! Da ist eine Öffnung! Ja, eine Sache, die ich nicht so cool finde, ist, dass Cinder irgendwie die Damsel in Distress geworden ist. So hat man einen badassigen
schwarzen Drachen und dann wird sie konstant entführt und das ist irgendwie lame. Ja, klar, im dritten Teil wird es ein bisschen besser, aber trotzdem. So, hier. Da sollten wir erstmal aufpassen, weil unsere Lebenspunkte nicht so wunderbar groß sind. Komm. Okay. Ja, ne, ist halt schon ein bisschen enttäuschend, aber... Eigentlich will ich zu Eis wechseln. Hab ich gerade vergessen, wo Eis ist. Da. Ist ein bisschen praktischer. So. Der ist weg vom Fenster. Also, jetzt hier können wir uns freikämpfen. Und hier gibt es auch ein paar von den Federn zum Einsammeln. Und dann müssen wir halt aufpassen, dass wir die jetzt auch alle mitnehmen. Denn, wenn ihr mir das glauben könnt, habe ich keine Lust, das alles nochmal machen zu müssen. Bereit? Oder komme ich hier weiter? So. Dann sind sie noch nicht am Anfang. Da. So, aber das kriegen wir hin. Keine Angst, Leute, keine Angst. Wir haben Drachenzeit, wir haben unsere Elemente. So. Und eine Sache, die ich cool fand, die der Historiker erwähnt hat, das war so, die Kaltherzigen zeigt nur Affen. Ja, ne? Finde ich... Gut, ich persönlich mag ja keine Affen. Deshalb finde ich das jetzt eigentlich auch wirklich irgendwie schlecht oder böse oder sonst was. Ja, Affen sind an sich nicht böse. Affen sind halt Tiere, die existieren. So. Nicht, dass ich jetzt hier falsch verstanden werde. Gut, 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 gut. So. Sieht so aus, als ob wir da durchpreschen können. Ja. Wir konnten da durchpreschen, so. Ich glaube, oder? Ist hier noch irgendwas so nahe? Scheinbar noch nicht. Dann triff den Schalter mit Kreis, um ihn umzulegen. Stell dich auf die Schalterplatte, um das Tor zu öffnen. Ach, stimmt. Ich erinnere mich. Wir müssen hier das, fast durchboxen. So. Okay. Ich glaube, das Fass hat es nicht geschafft. Kann das sein? Ja, das Fass hat es in die Luft gejagt. GG. So macht man das und nicht anders, Leute. Gut, dann machen wir das halt noch einmal. Oder ist da oben was? Nicht da oben hin? Nee, nee. Rutschen wir runter. Gut, versuchen wir das noch einmal. Ich glaube, hier kann man sich sogar selbst aus Versehen in die Luft jagen, wenn man genug Pech hat. Na? Oh, 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 oh.
Okay. Aha, ich wusste es. Da hinten kriegen wir einmal Gesundheitsupgrade. Mit voller Gesundheit. Ah, so sieht man das gerne. So und nicht anders. Und ich glaube, wir müssen das Ding hier in die Luft sprengen, um das hier aufzumachen. So. Da, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Was anderes würde ja gar keinen Sinn ergeben. So, dann laden wir unsere Drachenzeit mal wieder auf. Zu der Zeit, zu der das Fass rollt, sollten wir das schaffen. So. Aber ich finde es cool, dass Tinder nicht da ist und so, ja, los, kämpfen wir jetzt bei, sondern ich tue mal so, damit wir hier irgendwie rauskommen können. Oder? Da muss es jetzt Bum-Bum machen, ne? Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Okay, was kommt als nächstes? Ich glaube, jetzt wird es langsam kompliziert. Gut, ich dachte schon, die Flucht von dem brennenden Schiff wäre zu einfach. Ja. Es wird wirklich langsam kompliziert. Aber wir kriegen das schon hin, Leute. Keine Angst. Könnte vielleicht ein bisschen knapp werden, aber... Okay. Oh. Okay, dass uns das keine Gesundheitspunkte gekostet hat, ist sehr nett vom Spiel. 3, 4, 5. So. Komm. Beim letzten Mal hast du es auch durchfliegen lassen. Okay, gut, gut, gut. Es hat scheinbar keine wirklich große Pause drin. Doch, da. 2, 3, 4, 5, 6. Ach, Mensch. Wir kommen hier halt nicht so einfach durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Ich war noch nie gut in Timing-Sachen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da habe ich mich... Oh, nö. Gut, dann stürzen wir uns halt in den Abgrund. Das ist auch eine Art und Weise, das zu lösen. Timing-Rätsel. Wer mag sie schon? Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht. So. Das haben wir auch eher durch Zufall als durch Können. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wollte mich eigentlich verarschen. Eins, zwei, drei, fünf.
Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Gottes Willen. Gut. Das heißt, wir werden an dieser Stelle jetzt auch fertig machen. Wir sind bei 20 Minuten angelangt. Und beim nächsten Mal werden wir vielleicht noch nicht ganz vom Schiff entkommen, aber wir werden es sehen. Also, ich danke euch fürs Zuhören und bis dahin, fürs Zuhören, fürs Zugucken. Bis dahin, haltet ihr uns steif. Ciao.